So, vom Foto hat man ja gesehen, dass das Wasser irgendwie schwarz rauskommt. Ich habe jetzt mal ein Rossmann-Produkt aufgeschnitten und das ist das Produkt von Philips. Man sieht den Unterschied, dass hier mehr Kohle drin ist und hier eben andere Sachen. Ja, und weil hier wahrscheinlich mehr Kohle drin ist, kommt das Wasser schwarz raus. Also es ist bei beiden unten ein Filter da. Hier sieht man den Filter nur, wenn man da ein bisschen gräbt. Unten sind nur Löcher. Und das ist das Problem, wenn man das nicht bewegt, sondern nur, also einmal unter Wasser hält. Und dann reinsteckt und nicht mehr irgendwie ausbringt oder drückt, dann setzt sich das auch alles fest ab. Aber immer, wenn man das schüttelt oder bewegt oder drückt, kommt von neuem eben ja, dunkles Wasser. Schade finde ich, dass nichts dazu in der Bedienungsanleitung steht, wirklich gar nichts. Man hätte reinschreiben können, dass es nicht schlimm ist, dass es sich setzt, dass man den Filter dann einfach nicht mehr bewegen sollte. Aber es wird nichts davon gesagt. Gut ist hier, das verschließt es nochmal gut, dass an der Seite eben kein Wasser dran vorbeilaufen kann, diese Gummilippe ringsrum. Das ist ganz schön. Ja, ansonsten sind die ja alle ungefähr gleich aufgebaut. Hier sieht man noch bei dem vom Rossmann einen Filter oben drinne. Hier sehe ich keinen. Da kommt das Wasser dann so durch. Von der Praxis ist das hier ungut. Man hat keine Kraft. Ich kriege es sehr schwer raus. Wirklich immer ein bisschen hin und her drücken. Das ist so einfach besser. Das ist von der Handhabe zum Rausziehen, weil man braucht Kraft, jedenfalls bei meinem Britta. Und hier rutscht man ständig ab. Das ist überhaupt nicht, nee, überhaupt nicht schön. Und ja, da das Wasser eben schwarz rauskommt am Anfang, ist es halt ja für mich, da keine Erklärung drin steht, ist das für mich ein No-Go. Sowas muss erklärt werden, sowas muss getestet werden und den Verbraucher erklärt werden, ja, dass das passiert, dann einfach nicht mehr bewegen, dann setzt sich das, aber so geht es nicht. Also schwarzes Wasser mag keiner trinken. Wie gesagt, die Gummilippe ist ganz, ganz gut, aber entfernen kann man das Ding eben auch sehr schlecht. Ja, somit muss man dann selber entscheiden, was einem lieber ist.